Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei System Shock 2. Ich bin der Baume und ja, Steam ist jetzt aus. Keiner wird uns mehr unterbrechen. Oder ihr habt es ja gar nicht mitgekriegt, ihr habt es nur gehört, aber ich muss das auch noch lesen. Und oh mein Gott, was lenkt vielleicht ab? Und wir haben hier was in der Hand. Wir haben... Auf welcher Taste liegt es denn? 0, 9, SZ, Fragezeichen? Da ist es. Es ist irgendwie eklig. Und wir können eine Psy-Kraft auswählen. Also ich habe mir noch... Okay, das ist nutzlos. Ich habe mir noch gemerkt, die Kryogenesis ist gut für Robo hier. Und wir können es aufladen. Und wir können durchbrennen. Gut. Das ist also durchbrennen. Okay, ich dachte, dazu braucht man immer eine Frau. Aber egal. Piu, piu. Piu, piu. Hat das jetzt verbraucht? Nicht so viel. Wenn ich das jetzt auflade... Oh, okay. Also der hat wesentlich mehr Dacker, aber warte mal, hat nicht... Der erste macht den ja schon fast platt. Wenn ich jetzt auflade... Macht das gar keinen Unterschied. Okay, dann ist die Kryogenese vielleicht nicht aufladbar. Und der Psy-Pull. Ich schätze mal, den brauchen wir hier. Sprich zu mir, Weib. Hat sie nicht was zu sagen gehabt? Ja, egal, wir probieren es mal einfach. Spooky. Was bist du? Naniten. Ja, ich brauche nicht Naniten, ich brauche Psy-Scheiß. Okay, den lade ich jetzt auf. Hua! Fliegst du jetzt weiter? Tatsächlich. Du? Nö, der fliegt nicht. Okay, der ist vielleicht festgetackert. Armer Robo. Wenn ich noch jetzt kurz drücke. Ach so, das war jetzt das kurze Drücken. Das war jetzt das lange? Wow. Mein Gott, es ist außer Kontrolle. Okay, das ist ziemlich random, was, ob es nur weit oder kurz fliegt. Kann ich dich auch in der Luft nochmal pullen? Wahnsinn! Oh, da kommt... Oh, da kann man bestimmt geile Rätsel draus machen. Muss ich dich auch exakt treffen? Nee, muss ich nicht. Okay. Okay, hab ich verstanden. Ist in Ordnung. Kann mir jemand wieder den Stecker aus dem Arm ziehen? Dankeschön. Die Beherrschung des Geistes ist ein langsamer Prozess, der sich aber lohnt. Kehren Sie zu diesem Bereich zurück, wenn Sie ein weiteres Training benötigen. Bevor Sie sich für die OS... Hier entscheiden Sie sich, was? Soldat. Sie verpflichten sich für eine der drei Waffengattungen. Sobald Sie sich für eine entschieden haben, gibt es kein Zurück. Ein Shuttle bringt Sie zu einer UNN-Orbitalstation, wo Ihnen Ihre jährlichen Dienststellen vorgestellt werden. Viel Glück. Wollen wir Dacker Dacker oder Schraub Schraube oder ein bisschen Psi Psi? Psi Psi? Wollen wir ballern oder wollen wir mehr so, also ich weiß nicht, Technikerfeld? Wobei, ich bin ja so eine Art Techniker. So ein Pseudo... Pseudo-Informatiker bin ich ja irgendwie. Da könnte ich doch eigentlich zu den Marines. Oh, das ist jetzt... Ist die Entscheidung bindend für den Rest meines Lebens? Kann ich mich nochmal umentscheiden? Kann ich nicht irgendwie alles machen? Ich dachte, ich kann alles machen. Naja. Es scheinen drei völlig unterschiedliche Shuttles zu sein, ne? Oh, kann ich nicht eine Umfrage machen? Nee, ich gehe, Psy-Kräfte sind schon geil, aber dann stehe ich irgendwann vor der Tür und komme nicht rein, da würde ich natürlich gerne hacken und wenn, was mache ich eigentlich, wenn ich mich wehren muss? Dann hätte ich auch Psy-Kräfte oder Schraubschlüssel. Ich kann Waffen modifizieren in der alles klar, wir gehen zur Navy. Basteln ist das Geilste. Ah, Cutscene. Von unglaublich fantastischlicher Qualität. Oh, Cutscenes. Ah, keine Ingame-Grafik. Richtig echte pre-rendered Cutscenes. Wo bin ich denn gerade? Bin ich gerade gesprungen? Bin ich gerade durchs Fenster gefallen? Was ist das? 9G. Okay. Ich habe einen Luftdruck und Temperatur 22 Grad. Ganz schön warm, hä? Kann ich ein bisschen runterdrehen auf 16 Grad?
Aufträge. Aha. Abstand halten. Aufträge? Krieg ich jetzt Aufträge? Wer bist denn du? Hallöchen! Sag mal was! Sag mal was! Dein Kopf sieht aus wie eine Kartoffel! Sag was! Okay, Kartoffeln können nicht sprechen. Facts of life. Gut, dann holen wir uns Aufträge. Wenn er nicht mit mir reden will. Was bist du? Bitte nicht versperren. Geil. Also, ich finde das ja geil, dass hier auch die Grafiken alle auf Deutsch sind. Da hat man sich echt Mühe gemacht, alles zu übersetzen und die ganzen hochauflösenden JPEGs zu ersetzen. Ja, eins. Was kommt als nächstes? Nein, zwei. Drucktor. Hauptpassage. Oh, sind das matschige Texturen. Oh, ich fühle mich super toll. Oh, der Weltraum. Sieht schwammiger aus, als ich ihn in Erinnerung habe. Was bist du? Kann ich an dir rumspielen? Ich bin Techniker. Ich kann das. Ich bin super Technik. In Technik fragen, Baume fragen. Wir sind hier nicht bei Saturn. Du machst mir Angst. Ah, nur ein bisschen. Hallo. Willkommen auf der Raumstation Chesapeake Bay, Matrose. Sieht aus, als hätten Sie in der Grundausbildung auf Coronado Island etwas über konventionelle Waffen gelernt. Jetzt beginnt Ihr Dienst. Sie werden in den nächsten 4 Jahren an 4 Dienstorte versetzt. Die Navy lässt Sie pro Jahr zwischen 3 verschiedenen Dienstorten wählen. Das kann Ihre Karriere beeinflussen. Also wählen Sie mit Bedacht. Gehen Sie zu den Shuttle-Hallen und sehen Sie, was Ihnen bevorsteht. Wenn Sie etwas finden, das Ihnen zusagt, begeben Sie sich in die entsprechende Halle. Die UN kämpft für mich. Das ist geil. Ich darf jetzt... Bin ich jetzt Teil der UN? Bin ich jetzt ungezogen? Unartig? Unhauptpassage? Ja, ihr seht aus wie echte Profis. Wieso sage ich ihr? Es ist nur einer. Du siehst aus wie von hinten. Kann ich rein? Hallo? Ich habe ja noch nicht mal mein Interface. Was ist denn hier los? Ich dachte, ich bin jetzt einer von den Profis. Ah, hier sind 2. Wahnsinn. Starren bunte Wände an. Schmuck. Boah, sieht alles ein bisschen karg aus, ne? Kommando? Muss das Ding piepen? Ich weiß nicht. Ich bin nur der Techniker hier. Kann ich die benutzen? Hallo? Aufträge und Schatten. Ach! Jetzt. Okay. Das sind die 3 Aufträge oder wie? Was er gerade gesagt hat. Was haben wir denn hier? Offiziersanwärter auf der UN Lucille. 2. Ingenieur auf der UN Lucille. Oder Militärpolizist auf der UN Lucille. Also Militärpolizist klingt jetzt schon irgendwie ein bisschen, als ob man es nicht ganz geschafft hätte. Da ist Offiziersanwärter schon geil. Aber ich bin Technik-Nick. Und deshalb mache ich voll hier Ingenieurscheiße. Die UNN Lucille sucht nach einem 2. Ingenieur, der die Hauptenergiesysteme des Schiffs am Laufen hält. Das ist keine einfache Aufgabe, aber sie werden eine Menge über moderne Systeme lernen. Ja. Ich habe gehört, in dem Spiel soll es ums Hacken gehen. Also wäre ich voll dabei. Die UNN Lucille sucht nach Freiwilligen für die Militärpolizeiabteilung. Die Raummatrosen können auf diesen jahrelangen Flügen ganz schön aufsässig werden. Also brauchen wir einen harten Kerl. Ach, da oben steht, was ich kriege. Die UNN Lucille sucht nach einem 2. Ingenieur, der die Hauptenergie... Die UNN Lucille sucht nach einem Offiziersanwärter, der sich mit den Navigations- und Datenkontrollsystemen vertraut machen will. Sie werden einiges über moderne Technologie lernen, müssen sich aber auch ganz schön anstrengen. Okay, ich krieg Stärke und Hack. Will ich Hacker werden? Ich habe gehört, hier geht's um Hacker. Ist das nicht... Sind wir nicht auf der Jagd nach einer verrückten KI, letzten Endes? Da muss man doch sicher hacken können. Die UNN Lucille sucht nach einem 2. Ingenieur, der die Hauptenergiesysteme des Schiffs am Laufen hält. Na komm. Das ist keine einfache Aufgabe, aber sie werden eine Menge über moderne Systeme lernen. Ah, Katzi. Juhu! Achso. Nee, ist doch gemütlicher als ich dachte. Ich dachte, der wird jetzt so rausgeschossen. Oh! 13. Februar 2112. Ihre Dienstzeit an Bord der UN Lucille ist vorbei. Sie haben dort ein produktives Jahr verbracht. Captain Meyer schätzt Ihre Arbeit sehr, vor allem da Sie sich von
da sie sich vor schmutziger Arbeit nicht scheuten. Sie hatten auch ein Talent dafür, defekte Dinge zu reparieren und alles, was nicht reparabel war, wegzuwerfen. Sie haben plus 1 Reparatur und plus 1 Stärke hinzugewonnen. Ja, um Dinge wegzuwerfen, muss man stark sein, das weiß jeder. Sonst häuft sich der Müll überall. Wo komme ich denn immer hergejumpt hier? Das ist... Habe ich gerade das letzte Jahr apathisch in der Luft schwebend verbracht? Geil, ich komme bestimmt jedes Mal mit so einem Schleudersitz rein, ne? Diesmal bin ich von da oben gejumpt. Achso, nee, halt, das ist, wo ich herkomme. Ach, genau, jetzt das zweite Jahr. Aha, neue Aufträge. In Laverne, Florida befindet sich die beste Taktiktrainingsschule der Navy. Sie ist vielleicht nicht so berühmt wie die Schule des Marine Corps in Fort Bush, aber man kann hier eine Menge lernen. Okay. Die UNN Pierce bringt befreite politische Gefangene von einem Straflager beim Saturn zurück. Die Pierce hat eine Gruppe Marines an Bord und benötigt Matrosen, um die Waffen an Bord zu laden, zu verwalten und zu warten. Das klingt langweilig. Die UNN Carfax soll einen neu entdeckten Kometen der Klasse B im äußeren Sonnensystem untersuchen. Sie werden auf diesem kürzlich in Dienst gestellten schweren Kreuzer einiges über moderne Navigationssysteme lernen. Statt der Cybertechnik? Die UNN Carfax soll einen neu entdeckten Kometen der Klasse B im äußeren Sonnensystem. Ich klappe, nimm all mein Geld, ich will einen besseren Cyberwert. Cutscene, Entschuldigung. Cutscene vorbei. 11. Februar 2113. Ihre Dienstzeit an Bord der UNN Carfax ist beendet. Es war ein gutes Jahr für Sie, aber nicht unbedingt für die Carfax. Nach einem Überraschungstreffer durch einen Kleinstmeteoriten, der sich von einer größeren Masse löste, musste die Carfax mit 1, 2, 3 Toten an Bord, darunter dem Navigationsoffizier, nach Hause humpeln. Sie erfüllten seine Aufgabe und herrschten zu Ende des Jahres das Neuro-Nav-Interface schon sehr beherrscht. Das hab ich voll raus. Plus 2 Cyberwert. Booyah! Meine Herren. Mega-Jump ins dritte Jahr, wo auch immer ich herkomme. IO-Überlebenstraining. Ohne Frage, das nehme ich sofort an. Aber was haben wir denn noch? Die Navy empfiehlt allen ihren Mitgliedern ein Schwerelosigkeitstraining durchzumachen. Ein Jahr an Bord der erdumkreisenden Raumstation Yamamoto dürfte mehr als genug sein. Och, lame. Die Navy hat eine Überlebenstrainingsschule auf der Oberfläche von Io, dem dritten Jupitermond. Plus die beste Methode, um Ausdauer und Überlebensfähigkeiten zu steigern. Minus 21,2% überleben es nicht. Oh, klingt stark. Was? Wie? Schon das Outro? Die Marie Curie-Forschungsstation der Navy auf Aquinas 4 untersucht momentan einen neuen Weltraumvirus, der 220.000 Einwohner von New Atlanta tötete. Um die Quarantäne aufzunehmen, die Navy hat eine Überlebenstrainingsschule auf der Oberfläche von Io, dem dritten Jupiter. Los! Katzi! Warp 4! Okay, gleich kommt's auch. 9. Februar 2114. Ihre Zeit beim IO-Überlebenstraining ist vorbei. Sie haben ein Jahr überlebt, aber es war knapp. Der Abkömmling der Mutanten-Tiger von der Zitadellstation hat sie einen Moment in der Sanitätsstation verbracht. Jetzt respektieren sie die Wunder der Biogenetik und haben ihren Körper auf Höchstform trainiert. Sie haben plus 2 Ausdauer dazu gewonnen. Super Jump ins dritte Jahr und damit beenden wir die Scheiße. Sie wissen jetzt. Aber es ist Zeit fürs Outro. Es ist Zeit fürs Outro. Seit auf ihre Wurde genehmigten melden sie sich am und am Port San Francisco Shuttle. Was ist das? Sie werden in einer historischen Mission teilnehmen. BBD wird bald durchdrehen. Outro. Meine Herren, es ist ein Traum. Halt, was ist jetzt passiert? Dinge geschehen. Sorry, Leute. Ich habe auf Pause gedrückt. In der nächsten Folge geht's weiter. Aber mein Timer sagt... Du. Halt dich an deine Folgenlänge. Braver Timer, hast du gut gemacht, mach ich. Gut. Okay, das war interessant. Wir haben uns quasi gerade eben einen Charakter gebastelt. Und noch etwas über den Weltraum gelernt. Nämlich, dass er scheiße gefährlich ist. Ja, Meteoriten und Tigermutanten, die uns fressen wollen und...
Stark! Ich bin super Überlebenstrainingsmensch. Nee, Überlebenstraining ist, denke ich mal, echt wichtig in dem Spiel. Warum? Scheiß auf Schwerkraft, Schwerelosigkeitsgedöns. Und so. Was war das gerade eben? Ich muss nochmal die Wiederholung angucken. Ich konnte nicht lesen. Was stand da? Eine einzigartige Mission? Ich bin voll gespannt. Ich bin voll gespannt. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich darf das jetzt gleich schon zocken. Ihr müsst noch warten. Ella Badge. So. Ich bin der Baume. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag's ungern. Ich sag's wirklich ungern, aber... Lasst mir Kommentare da und einen Like-Button. Und Abos. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Müsst ihr selber wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nee, Quatsch. Ich bin nur Baume. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. So geht der Spruch, meine Herren. Ja.